Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Kurs Hamburg. Ich bin gerade dabei, die nächsten Stempelpartys und den Basteltreff vorzubereiten. Und da gibt es natürlich, die mich kennen, wissen, immer ein kleines Goodie mit an Platz. Und als ich jetzt so fast fertig war mit meinen Goodies, denke ich so, ach Mensch, das ist doch eine schöne Idee, die kann ich euch auch mal zeigen. Das ist nämlich ganz einfach gemacht mit wenig Material. Und eine schöne Idee als kleines Mitbringsel oder so mit auf den Workshop-Tisch oder wenn ihr irgendwo Leute eingeladen habt zum Kaffee, auf den Teller mit dazu. Ein kleines Goodie. Und wie diese kleinen süßen Verpackungen gehen, das zeige ich euch heute. Wir brauchen auch gar nicht viel, wir fangen gleich an. Wir brauchen natürlich ein Duplo. Ihr könnt das auch mit Amicelli machen oder mit jedem anderen längeren Riegel. Die Maße könnt ihr super anpassen. Wir brauchen ein Stück Farbkarton. Ich habe in diesem Fall hier Blauregen in den Maßen 26 cm in der Länge, 5 cm in der Breite. Dann habe ich ein Stück Designerpapier, in diesem Fall aus unserem neuen Designerpapier im Block noch ein Tässchen. Das sind so herrlich frische Farben, natürlich mit Blauregen dabei. Da habe ich mir so ein bisschen neutraleres mit kleinen Herzchen ausgesucht. Das hat die Maße 5 cm in der Breite und 5,5 cm in der Länge. Dann habe ich hier noch einen schmalen Streifen Aquamarin, 1,3 cm breit und in der Länge, naja, das seht ihr dann, dass es da vorne mit drauf passt. Das könnt ihr euch variieren. Ja, und dann fangen wir auch schon an. Wir falzen als erstes. Bitte auch als erstes falzen, nicht hier oben schon den Anhänger stanzen, sondern erst falzen. Und zwar bei den Maßen, jetzt muss ich mal auf meinen Notizzettel gucken. Wir falzen bei 3 cm. Ja, erstmal suchen hier. Bei 3 cm. Bei 4,5 cm. Bei 10. Und bei 11,5. Dann drehe ich das Ganze und zwar so, dass diese Talfalten zu Bergfalten sind und auf der rechten Seite eurer Arbeit liegen. Und da mache ich mir nochmal eine Markierung. Das braucht ihr später, wenn ihr die Verpackung zwei, dreimal gebastelt habt, nicht mehr. Ihr werdet nachher auch sehen, warum. Das ergibt sich diese Markierung nämlich eigentlich von selbst. Aber wenn ihr anfangs noch unsicher seid, legt bei 9 cm an und markiert euch dann hier in der Schneidenut links und rechts, also oben und unten, mit dem Bleistift zwei kleine Punkte. So, das war erstmal alles. Dann falzen wir alle Falzlinien durch. So. Und dann können wir auch hier oben schon, ich habe den gewellten Anhänger genommen, die Stanze einmal, eure Falzungen liegen rechts, einschieben bis zum Ende, stanzen und dann habt ihr schon die Grundform eurer Verpackung. Das geht einfach, ganz schnell. Jetzt muss ich mal ganz kurz aufstehen, weil wir brauchen nämlich noch eine Kreisstanze. Und zwar unsere 1-Inch Kreisstanze. Und ich habe mir da einfach eine Markierung gemacht, eine kleine Schablone. Die lege ich mir hier auf die von rechts die erste Falzlinie. Das habe ich mir einfach mal einmal schon ausgestanzt und markiere mir das. Das ist etwa die Hälfte dieses 1-Inch-Kreises, ein bisschen weniger. Und dann kann ich mir das nämlich super ausstanzen und habe da meine Markierung. Et voilà. Fast fertig. So schnell geht das. So. Jetzt nehmen wir uns unseren Fast Fuse. Das ist die Lasche. Ihr könnt auch normalen anderen Kleber, den Snail würde ich nicht nehmen, ihr könnt Flüssigkleber nehmen. Ihr könnt auch das Abreißklebeband nehmen. Und zwar müssen wir diesen Bereich mit Kleber füllen. Und dann seht ihr jetzt auch, warum ich mir diese Markierung gemacht habe, weil nämlich diese erste Falzlinie genau da anliegen muss. Wenn ihr jetzt alles zusammenfaltet und ihr klebt es hier an, landet ihr auch genau bei dieser Markierung. So, wunderbar. Und da passt jetzt euer Duplo prima rein. Zacki, so schnell geht das. Einmal noch den Tisch aufräumen. So, und jetzt ein bisschen Verzierung. Wir nehmen unser Designerpapier.
Natürlich ist mein Kleber alle. Kleben das einmal auf. Und das endet jetzt nach meinen Maßen bündig hier vorne auf der Seite. Wenn ihr ein bisschen Abstand links und rechts haben wollt, schneidet euch das Papier einfach ein bisschen kleiner zurecht. Dann vielleicht auf 4,5 x 5 cm. Jetzt haben wir es ja auf 5 x 5,5. So. Und dann habe ich hier für den kleinen Spruch mir ein Stempelset genommen aus dem Hauptkatalog, weil der ja so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und zwar ist das süße Stückchen. Das ist das Stempelset, was mit unserer Tortenstückverpackung koordiniert. Und da gibt es dieses süße Grüße für dich als Dankeschön. Das finde ich total schön. So, dann brauchen wir ein kleines Stückchen Flüsterweiß, einen Rest. Den Stempel, den ziehen wir uns auf den Stempelblock. Und ich habe in dem Fall mit Wassermelone gestempelt, weil das so eine schöne knallige Farbe ist. Und jetzt habe ich Farbe an den Fingern. Da war der Stempel wohl noch nicht sauber gemacht. So. Das ist egal, wie rum das ist, weil das stanzen wir jetzt nämlich mit der 1/3 Inch Kreisstanze aus. Passt genau. So. Und dann haben wir hier unseren kleinen Streifen, wie gesagt 1,3 cm breit. Und dann nehme ich mir die kleine Fähnchenstanze und führe es so ein. Und dann kann ich mir da ganz einfach mein Fähnchen mitstanzen. Und hier gucke ich einfach mal von der Breite her, wie es gut aussieht. Ich denke, so passt das. Ja, perfekt. Das können wir da auch gleich einmal draufkleben. Ich hoffe, ich bin gerade. Es darf auch gerne. So. Naja, fast mittig. Dann brauche ich Dimensionals, die sich mal wieder hier irgendwie verkrochen haben. Einer reicht. Hinten drauf. Zack. Und weil das so noch ein bisschen nackig ist, habe ich mir noch einen Streifen, ein Reststück Aquamarin, Farbkarton in Aquamarin. Nehme unsere kleine Herzstanze aus den Itty Bitty Akzenten und die setze ich mir mit einem Gludot auf das Etikett drauf. So, auf eine Seite des Herzens. Und ein bisschen Bling Bling natürlich. Ups. Die Dekoration haben wir damit fertig. Und dann haben wir ja hier oben noch dieses Bändergewurstel. Da nehme ich mir Saumband in Flüsterweiß. Ein Stück. Und ein bisschen von unserem Baumwollband in Aquamarin. Dann wiederholt sich die Farbe. Ihr könntet da jetzt natürlich dann auch Wassermelone nehmen. Und ich fand jetzt aber Aquamarin ein bisschen schöner. Ich mag ja Aquamarin, ich stehe da ja total drauf. Das kommt hier oben durch die Öffnung. So, ein bisschen Leinenfaden, mit dem habe ich auch lange nicht mehr gearbeitet. Völlig zu Unrecht. Damit binde ich die Bänder fest, mache noch eine kleine Schleife und dann sollte es das gewesen sein. Und trotz des kleinen Projekts sieht es irgendwie hier auf dem Tisch schon wieder aus wie Weltuntergang. Aber das wird gleich aufgeräumt, bevor die Mädels kommen, damit es hier nicht ganz so chaotisch aussieht. Es wird nämlich auch immer ganz gerne, auch wenn die Workshops im Wohnzimmer stattfinden oder die Basteltreffs, ganz gerne ein kleiner Abstecher ins Bastelzimmer unternommen, weil da natürlich dann auch ein paar Muster und Beispiele und Stempelsets und sowas zu sehen sind. So, fertig, fast. Der Duplo fehlt noch. Und damit der da nicht so drin rumruckelt, habe ich ihn befestigt mit zwei Glue Dots. Das ist ein bisschen tricky, weil irgendwie wollen die nicht so richtig auf der Verpackung halten. Also machen wir das händisch. Habe ich es jetzt richtig rum? So, so. Mal gucken, dass es auch hält. Natürlich mal wieder nicht.
Aber es soll auch nur so ein bisschen fixieren, dass es euch da nicht rausrutscht. Und auch den Gästen nicht gleich rausrutscht. So. Der Schokoriegel wird ja eh dann vernichtet. Reinschieben, ausrichten, festkleben, fertig. So. Und damit habe ich ausreichend Goodies heute für meine Mädels zusammen. Das war mein kleines Projekt für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Viel Spaß beim Nachbasteln. Es ist wirklich einfach. Ihr braucht nicht viel Material. Das Etikett könnt ihr variieren. Natürlich auch die Farben und das Designerpapier. Und damit könnt ihr das dann für jeden Anlass euch schön gestalten. Ja, das war meine Anregung für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Montag einen guten Start in die neue Woche. Es wird meine erste Woche in Freiheit. Und ja, habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt kreativ. Tschüss aus Hamburg. Tschüss.